Diese Papageien tragen seinen Namen, die Spix-Aras. In freier Natur längst ausgestorben. Nachkommen dieser Zuchtpaare werden gerade ausgewildert. Vor 200 Jahren entdeckte Johann Spix die Vögel in Brasilien. Die gefährliche Reise hat ihn fast das Leben gekostet. 1781 kommt Johann Spix in Höchstadt an der Aisch auf die Welt. Damals ein kleiner Marktflecken zwischen Nürnberg und Bamberg. In dem Haus an der Stadtmauer praktiziert sein Vater als Bader. Heute beherbergt es das städtische Spix-Museum. Gleich am Eingang erste Eindrücke von den gefährlichen Abenteuern des berühmten Zoologen. Johann Spix hat Philosophie und Medizin studiert, doch seine Leidenschaft gehört der Tierwelt. Er wird der erste Leiter der zoologischen Sammlung in München, damals noch im Besitz des bayerischen Königs. Exotische Tierschädel wie der dieses Satansaffen gab es zu jener Zeit in Europa fast noch gar nicht. Spix beginnt mit vergleichenden Studien. Herbert Fiederling ist Vorsitzender des Ritter von Spix Fördervereins Höchstadt. Er erklärt, wie Spix wissenschaftlicher Anspruch aus einem königlichen Naturalienkabinett ein modernes Forschungsinstitut werden lässt. Das war ihm immer sehr wichtig, dass ein System vorhanden sein muss und nicht nur irgendwelche Tierfamilien, die nebeneinander bestehen, sondern die Systematik wollte er herausarbeiten. Das war ja 40 Jahre vor Darwin und zu der Zeit waren wir mit der Evolution schon in starkem Maße beschäftigt und so auch Spix. Das war sein Beitrag zu dem Evolutionsgedanken. 1817 schickt der bayerische König seinen Chefzoologen nach Brasilien. Dort war noch nicht einmal Alexander von Humboldt gewesen. Dessen Reisen hatten Europa in Euphorie versetzt. Auch Bayern soll nun als Schauplatz der Naturwissenschaft glänzen. Die Originale von der dreijährigen Reise des Johann Spix. Mit einer Expedition aus Österreich darf er in die portugiesische Kolonie Brasilien einreisen. Zusammen mit ihm fährt ein junger Arzt und Botaniker, Karl Friedrich Philipp Martius. Er gründet dann die wissenschaftliche Pflanzensammlung in Erlangen. Im feinen Beinkleid und mit Sonnenschirm geht es durch das wilde Paradies. Spix schießt und spießt auf, was seinen Weg kreuzt. Noch heute bilden seine Wildfänge die Grundlage der Zoologischen Staatssammlung München. Das hier sind die 200 Jahre alten Originale. Die unerschöpfliche Sammelwut der beiden Forscher hat System. Von jedem Typus schickt Spix beispielhafte Exemplare in die Heimat. Hunderte von Kisten landen bei den Präparatoren und die hatten all die exotischen Tierarten noch nie im Leben gesehen. Seit damals ruht hier auch das erste dokumentierte Exemplar eines Spix-Aras. Warum diese alten Präparate bis heute entscheidende Bedeutung haben, erklärt Herbert Fiederling am Beispiel eines Fisches. Wer meint, er hat eine neue Art gefunden, der muss nach München, schaut sich das Typenexemplar an und daran wird dann entschieden, ob es eine neue Art ist oder ob es diese Art von damals ist. Die Präparate in Höchstadt an der Aisch sind wohl kaum Originale von Spix. Die Typenexemplare von damals hütet die Staatssammlung wie einen Schatz. Fast wäre es nie so weit gekommen. Die zweite Etappe der Reise 1819 wird zum Schicksalsjahr. Erst ist die ganze Expedition in der Wüste am Verdursten. Dann bekommt Spix eiternde Beulen am ganzen Körper. Ein Gutsbesitzer gibt ihm Bleisalbe, doch die ist zu hoch dosiert. Im letzten Moment rettet Martius ihn vor der tödlichen Bleivergiftung. Unterwegs mit Indianern zieht Spix eine Schlange ins Boot, die er für ungiftig hält.
Und hat aber nicht bedacht, dass das eine Würgeschlange ist. Also die ist nicht giftig, sondern die hat sich um ihn rumgeschlungen und hat ihn fast erdrückt. Die Indianer, die haben schon Reis ausgenommen und Gott sei Dank war ein Holzstück in der Nähe. Das hat Spix ihm in der Schlange in den Rachen reingeschoben und konnte so erreichen, dass sie bewegungsunfähig wurde. Spix kehrt zurück und wird geadelt. Er macht sich an die Auswertung der Reise. Viel Zeit bleibt nicht. 6 Jahre später stirbt er an einer Tropenkrankheit. Der Entdecker des Spix-Aras gerät zunächst in Vergessenheit. Doch heute steht sein Denkmal mitten in Höchstadt. Wer das Vogelei in seiner Hand dreht, kann sich etwas wünschen. Etwa, dass die Nachzuchten dieser seltenen Papageien auch in ihrer Heimat Brasilien wieder heimisch werden.